Sie sind vielleicht klein, aber sie sind richtig schnell. Und das hier ist ihr ganz großer Moment. Vor fast 10.000 Zuschauern dürfen sie mit ihren Maschinen in die Dortmunder Westfalenhalle einziehen. Dean Alexander aus Nienhagen nimmt es allerdings ganz locker. Ja, immer noch was Besonderes, aber auch schon mittlerweile normal. Wie viele Rennen fährt man so im Jahr? 20. Ist das viel? Ja. Also würdest du noch mehr fahren? Ja. Auch wenn es noch ein paar Rennen mehr sein dürften, sie alle haben sich in der vergangenen Saison diesen Moment hart erarbeitet. Im ADAC MX Cup waren sie so gut, dass sie hier antreten dürfen. Irgendwie aber auch kein Wunder, dass sie so gut sind, denn das Motorradfahren wurde ihnen quasi in die Wiege gelegt. Und durch die Eltern. Also wenn Eltern Fußball spielen, dann spielen die Kids ja auch Fußball. Und so ist das mit Motocross auch. 6 Runden lang fahren die Kids den gleichen Kurs wie die Topstars der SX1 und SX2. Und der Nachwuchs weiß ganz genau, warum er hier ist. Weil man auch mal Champion werden will von Dortmund, Stuttgart, Chemnitz oder so. Doch einer der Stars der Zukunft hat unfassbares Pech und kann nur zusehen. Die Maschine von Louis Weinberg streikt kurz vor dem Start und geht nicht mehr an. Ganz, ganz bitter. Zwischen denen, die starten können, entwickelt sich ein ganz enges Rennen. Der Lokalmatador Mika Klaas führt lange, aber nach einem Sturz muss er Dean Alexander Kubik den Titel überlassen. Aber irgendwie gibt es beim Maoam Kids Race eigentlich nur Gewinner. Vor allem Louis Weinberg. Denn auch wenn er nicht mitfahren konnte, bekommt er in der Dortmunder Westfalenhalle tosenden Applaus und ganz viel Zuspruch. Die wirklich unvergesslichen Momente finden manchmal eben auch neben der Rennstrecke statt.